Ja, herzlich willkommen zum Webcast. Thema des Webcasts ist Etablieren einer Azure Security und Compliance Baseline. Ab und zu werde ich so ein paar Demos zeigen, wie man das Ganze durchführen kann. Am Anfang möchte ich allerdings noch mal ein paar Sachen ansprechen, warum IT-Security gerade so wichtig ist. Ebenfalls auch, was ist der Unterschied interne, externe Compliance. Vorneweg über mich. Mein Name ist Lennart Passig, wie bereits erwähnt, bin IT-Architekt bei Orange Networks, schreibe ebenfalls Blogs, die unten zu finden sind, des Weiteren Co-Organizer des Azure Meetups in München. Zur Agenda, wie gesagt, wir werden uns erstmal mit dem Thema Security in der Cloud allgemein auseinandersetzen, nachgefolgt von Compliance in der Cloud. Das Ganze wird unterbrochen werden hier und da von Demos. Das heißt, die Möglichkeiten, die mir Azure dort zur Verfügung stellt, sollte dann Hauptbestandteil sein von den ganzen Demos. Starten wir doch mal direkt rein. Und zwar Security in der Cloud. Es wird immer wichtiger. Letztes Jahr hat die Bitkom eine Studie veröffentlicht, die jetzt mal die Schäden durch Hackerangriffe bzw. mangelnder Security aufgegriffen hat. Und hier sehen wir ganz klar, ja, die Schadenssumme sind über hunderte Milliarden Euro durch Umsatzeinbußen, Patentsrechtsverletzungen etc. Ja, das heißt also, dieses Thema wird immer wichtiger. Wie schon angeteased sozusagen, ist selbst die Bundesregierung nicht ganz sicher. Somit ist das auf jeden Fall ein sicherer Punkt allgemein und ganz besonders natürlich auch in der Cloud. Dieses Thema wurde bereits 2008 erkannt, und zwar von der sogenannten Cloud Security Alliance. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cloud zu sichern bzw. den darin befindlichen Workload sicher zu gestalten. Sprich, dort findet oder diese Cloud Security Alliance erstellt White Paper, Guidelines, um die Sicherheit zu verbessern. Ebenso versucht sie sozusagen das ganze Thema voranzubringen. Und die einzelnen Cloud-Provider, ja, wie eine Microsoft, wie Amazon, ja, und andere, Huawei, Oracle Cloud, unterstützen die ganzen und sind dann sozusagen auch Premium-Sponsoren dieser gesamten Alliance, die von Freiwilligen als auch Industriespezialisten geführt wird, beziehungsweise die dort dann ihre Research-Ergebnisse präsentieren. Unter anderem ist dort dann veröffentlicht worden die Trisha's 12, auf die wir gleich einmal eingehen können. Die Trisha's 12 sind im Grunde die 12 höchsten, ja, oder meist vorkommenden Bedrohungen im Cloud-Umfeld. Anstatt die alle vorzulesen, würde ich jetzt ganz gerne das Ganze mal vielleicht erstmal ein bisschen wirken lassen. Und zusätzlich gehe ich dann gleich nochmal darauf ein, insbesondere auf die Data Breaches. Hauptsächlich ist es so, dass was wir feststellen, ist, dass es ein Shift gibt, und zwar die sichere Umgebung als solche ist nicht mehr ausreichend genug, sondern auch die Identität als solches muss geschützt werden, und insbesondere Malicious Insider. Ja, also Rogue-Admin-Szenarien gewinnen immer mehr an ja, Bedeutung, sage ich jetzt mal so. Heißt im Sinne von ein Mitarbeiter, der sich nicht mehr ganz so wohl fühlt in der Firma, leakt irgendwelche Informationen beziehungsweise sorgt dafür, dass Systeme nicht mehr bereitstehen. Es gibt da einige Sicherheitsvorfälle über die letzten Jahre. Ganz bekannt ist eigentlich der Yahoo-Breach, wo sehr viel geleakt wurde an Daten, unter anderem natürlich auch persönliche Daten. Des Weiteren mit DDoS-Attacken etc. wurde sehr viel ja, Schindluder betrieben, beziehungsweise hat wirklich dafür gesorgt, dass wirklich Applikationen nicht mehr verfügbar waren, Ausfälle und schlussendlich dann ja, finanzielle Nachteile der Firma gebracht haben. Ganz abgesehen davon, dass die Reputation
natürlich bei solchen Vorfällen stark leidet, sage ich jetzt einmal so. Ich möchte hier auch nicht alle vorlesen. Das bringt, glaube ich, nicht wirklich viel. Die ganze Präsentation so oder so werden wir dann nochmal nach dem Webcast nochmal teilen, so dass Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe anschauen können. Aktuelles Beispiel. Ich dachte, so aktuell wird es gar nicht mehr oder noch aktuelleres als die Bundesregierung kommt nicht mehr. Doch, Facebook am 17. März hat der Guardian veröffentlicht, dass 500 Facebook-Profile sozusagen ja, entfernt, wie auch immer, ja, geleakt wurden und damit dann wirklich Wahlkampf oder für den Wahlkampf genutzt wurden. Auch hier wieder, es ist eine Mischung, es ist ein Data Breach auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, ich möchte nicht sagen, ein malicious Insider, aber natürlich durch einen Whistleblower wurde das Ganze halt dementsprechend erst veröffentlicht. Ja. Und jetzt nochmal den finanziellen Aspekt reinzunehmen, ist, dass wirklich in der darauffolgenden Woche, ja, also sprich am 19. sackt die Facebook-Aktie um mehr als 7% ein, ja, und hat damit den tiefsten Stand seit 2017 im Juli. Mittlerweile hat sich das einigermaßen erholt, dennoch natürlich 7% schreckt Aktionäre ab, und sorgt natürlich dann dafür, dass die Firma als solches die Reputation deutlich leidet in dem Ganzen. Ja. Gehen wir jetzt nochmal in einen Schritt, der ein bisschen mehr technischer wird, und zwar das Azure Security Center. Einige von den angesprochenen Möglichkeiten oder einige von den ja, Hackerangriffe, Data Breaches etc. weiß Azure mit Bordmitteln zu verhindern, ja, und insbesondere spielt da das Azure Security Center eine wichtige Rolle. Ja. Sprich, die Sicherheit lokaler und cloudbasierter Workloads lassen sich damit überwachen. Ich kann Richtlinien anwenden, um Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Ganz wichtig auch natürlich Sicherheitslücken erkennen und schließen, bevor sie ausgenutzt werden. Ja, das heißt, ein Hacker greift mich an und ich erkenne es. Ja. Ebenso natürlich dann mit erweiterten Analysen kann ich frühzeitig Bedrohungen erkennen, beziehungsweise kann erkennen, falls ich es nicht verhindern kann, dass irgendjemand mich gerade hackt. Sehe ich zumindest, dass nach einer Zeit eventuell sich irgendjemand in meinem Netzwerk befindet, ja, wegen einer auffälligen, ja, ich sag mal, wegen einer auffälligen User-Aktivität etc. Und somit erreicht eigentlich das Security Center von Azure, dass ich schnell Bedrohungen erkennen kann und diese identifizieren kann. Da würde ich jetzt das erste Mal eigentlich in eine Demo springen, um einfach mal grob zu zeigen, was das Security Center eigentlich ist als solches. Und dann dementsprechend jetzt auch nochmal zu zeigen, wie man einzelne Sachen dort einfügt. Dafür wechsle ich einmal kurz Security Center. Ich hoffe, man kann es immer noch sehen, mein Bildschirm. Johanna, kannst du mir einmal sagen, ob? Ja, passt alles super. Perfekt. Super. Also wir befinden uns hier in einer Demo-Umgebung von Orange Networks. Und wie Sie hier sehen, wir haben mal ein paar Maschinen deployed und die nicht nach Best Practice eingerichtet. Das heißt, das Security Center als allererstes, ja, kann mit einer Policy oder wartet mit einer Policy auf. Und wir sehen hier das automatisierende Provisioning von Security Agents etc. ist auf der kompletten Subscription aktiviert. Das heißt, in diesem Fall, ja, die ganze Subscription wird durch das Security Center überwacht und damit natürlich auch der komplette Workload. Was wir ebenfalls sehen, sind hier unten, ja, oder in der Mitte vielmehr, ist die Prevention. Was wir hier sehen, sind Recommendations, die uns das Security Center ganz von alleine, ja, eigentlich vorstellt. Und zwar sehen wir hier, dass wir an allererster Stelle hier eine Advanced Security für die Subscription machen sollten. Ja, sprich, die
Das Security Center als solches gibt es in zwei Ausführungen. Einmal in der freien Variante, wo ich schon sehr, sehr viel mir anschauen kann. Dann gibt es allerdings auch noch die Advanced Security. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Hier sehen wir aber schon, dass wir Android Protection nicht installiert haben auf allen Windows-VMs. Das ist natürlich etwas, was sofort und schnell mit ein paar Klicks behoben werden kann. Ja. Das heißt, ich kann das Ganze hier an dieser Stelle entweder dismissen oder reopen und nachher kann ich auch einmal zeigen, wie man so etwas dann dementsprechend installiert. Des Weiteren gibt es hier den Need für Next Generation Firewalls. Security Groups sind nicht aktiviert. Das heißt, ich habe hier schnell und einfach eigentlich einen Überblick, ja, in dem ich mir zeigen kann, aha, hier gibt es etwas, was noch fehlt. Ich habe noch nicht richtig aufgepasst. Schnell und einfach sehe ich das Ganze einfach. Und in dem Moment habe ich eigentlich einen sehr großen Überblick und kann schnell Risiken sehen und dann auch dementsprechend hier gleich beheben. Des Weiteren, wenn wir uns einmal jetzt hier dann dem Compute widmen, gibt es hier Issues bei dem Health Agent, des Weiteren dann hier dementsprechend Protection Issues. Wenn ich hier einmal draufklicke, sieht man hier an dieser Stelle, dass hier einmal Windows Defender dementsprechend drin ist und hier ein Health Agent. Wir sehen allerdings, keine Malware wurde detected und Computer wurden auch noch nicht angegriffen. Allerdings, wenn ich hier nochmal weiterklicke, was ich hier machen kann, ist, ich kann hier mit einem Klick das Endpoint Protection komplett einmal aufsetzen und würde das dann dementsprechend auf alle meine virtuellen Maschinen, die hier dementsprechend konfiguriert sind, ja, mit einem Klick würde ich diese Bedrohung, ja, oder diese Best Practice einmal durchführen können. Das ist natürlich sehr viel einfacher oder sehr einfach im Allgemeinen, ohne dass ich viel skripten muss, ohne dass ich ja, weiter Sachen konfigurieren muss. Gleiches können wir auch nochmal für das Networking einmal kurz anschauen. Hier sehen wir die Warnung, dass die Next Generation Firewall nicht drin ist und zwei VMs sozusagen, zwei Endpoints nicht geschützt sind. Ja, das sprich, auf diese beiden könnte man drauf. Aus dem Internet, ohne dass eine Next Generation Firewall davor steht. Ebenfalls hier, was wir hier sehen, sind Subnetze, die noch nicht ganz fertig konfiguriert sind. Und dementsprechend sehen wir hier auch bei der Network Generation Firewall, ja, oder sehen wir hier bei der NSGs, dass wir hier bei diesem Subnetz zum Beispiel, ja, sollten wir eine Security Group hinzufügen, ja, die eine Port-Einschränkung vornimmt von Subnetz A in Subnetz B, beziehungsweise von dem Internet eingehend, ausgehend. Das heißt, hier habe ich wirklich sehr viel, wir sehen hier auch, sind auch ein paar compliante Sachen mit dabei. Wir sehen auch hier, es ist wirklich schnell und einfach durchzuführen. Und ich kann nicht nur sehen, dass etwas nicht stimmt, sondern ich kann den Fehler, ja, oder die Best Practice gleich mit ausführen. Ich habe schon gesagt, dass es auch noch eine erweiterte Variante gibt. Und die erweiterte Variante ist das Standardtier als solches. Das Standardtier als solches bietet mir die Möglichkeit, hybride Security zu fahren. Sprich, also das Security Center als solches überwacht nicht nur meinen Cloud Workload, sondern kann auch hybriden Workload überwachen, ja, auch anderen Cloud Workload, wenn es sein kann. Und mit der Advanced Threat Detection habe ich hier auch die Möglichkeit, den Traffic als solchen zu analysieren und kann Patch-the-Hash-Attacken und wirklich Attacken, die auf meine Domain-Controller, die auf mein Netzwerk abgefahren wird, einfach identifizieren und kann dann dementsprechend Gegenmaßnahmen einleiten. Der dritte Punkt, den wir hier sehen, ist an dieser Stelle das sogenannte JIT-VM-Access. Das heißt, ich kann zeitlich begrenzt, ja, also JIT steht hier in diesem Sinne für Just-in-Time-VM-Access, kann ich zum Beispiel einen RDP-Port als solchen nur für 20 Minuten oder für 5 Minuten Aufgang ja, zugänglich machen, über das Internet zum Beispiel oder über meine VPN etc. Das gilt natürlich mittlerweile auch als Best Practice zu sagen,
wenn schon RDP-SSH-Access möglich sein soll, dann aber auch nur im begrenzten Umfeld. Das Weitere gibt es hier Adaptive Application Controls. Hier wird eigentlich nochmal drauf geguckt, was für Applikationen laufen eigentlich und welche davon sind gewitelistet oder läuft in irgendeiner Weise im Hintergrund vielleicht eine Exe mit. Ja, das sind sozusagen die Geschichten, die wir hier dann dementsprechend einsetzen können. Soweit erstmal zum Security Center als solchem. Fragen können Sie sich gerne aufschreiben. Wir werden die dann am Ende, wie bereits schon angekündigt, dann einmal beantworten. Des Weiteren gibt es innerhalb von Azure, was sehr, sehr wichtig ist, also was man vielleicht vorneweg einmal sagen kann, das Security Center als solches in der Free-Version ist wirklich frei. Das heißt, das einzusetzen kostet nichts und es bietet eigentlich nur Mehrwert. Des Weiteren kommen wir jetzt einmal dazu, die Azure Role-Based Access Control uns einmal anzuschauen. Role-Based Access Control war im alten Azure, ja, im Windows Azure noch nicht möglich, nur sehr, sehr begrenzt. Dort gab es den Co-Administrator, den Service-Administrator und das war's. Ja. Mittlerweile ist das Ganze deutlich feingranularer geworden, basiert aber weiterhin auf Azure AD im Hintergrund. Des Weiteren ermöglicht es mir halt, dass Azure AD ebenfalls mit Azure SQL und anderen Parse-Diensten umgehen kann und somit kann ich halt auch einfach mit einem Identitätsprovider, sage ich einmal dazu, RBAC durchführen und implementieren. Was wir hier dann sehen, ist die einfache Integration von weiterführenden Diensten weiter unten. Dies ist ebenfalls möglich. Das sind dann Add-on-Dienste, die dann wirklich wieder bezahlt werden müssen. Die Empfehlung unsererseits bei Azure AD ist so oder so die Basic-Variante zu benutzen. Es kostet je nachdem ungefähr, ich sag mal, 1 € pro Benutzer. Je nachdem, welchen Vertrag man dementsprechend hat, um einen SLA für Verfügbarkeit zur Verfügung zu haben. Es gibt dann dementsprechend noch weiterführende Dienste, die privilegiertes Identity Management möglich machen. Das heißt Access on Demand. In dem Fall wäre der Use Case, dass ein Administrator etwas verwalten möchte, er standardmäßig allerdings keine Rechte hat. Das heißt, ich kann Access on Demand vergeben, sprich gleichbleibend wie mit diesem JIT-Komponente habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, hinzufügen von einem Benutzer in Rolle A ermöglicht es mir, für 20 Minuten den SQL Server zu verwalten. Danach habe ich das Recht nicht mehr. Des Weiteren ist dann auch noch der Conditional Access als solcher möglich. Das ermöglicht mir MFA on Demand. Sehr, sehr runtergebrochen sind beide Features hier in diesem Fall. MFA on Demand natürlich dann sehr, sehr hilfreich, wenn ich aus dem Homeoffice vielleicht arbeite. Ja, das heißt, das Netzwerk als solches ist nicht mehr so sicher wie mein Firmennetzwerk und ich verlange einen zweiten Authentifizierung. Ja, also MFA hier an der Stelle heißt dann Multifaktor-Authentifizierung. Und dann, je nachdem von wo ich Zugriff auf meine Azure Subscription, Zugriff auf Azure allgemein habe, kann ich hier on demand bestimmen, ob MFA eingesetzt werden soll, ob MFA nicht eingesetzt werden soll und dementsprechend auch noch andere Regularien kann ich hier festlegen. Hier gucken wir uns einmal kurz die Demo an. Dafür gehe ich einmal zurück und gehe einmal hier oben in die Subscriptions rein. Wir gucken uns einmal den Reiter Access Control an als solchen. Und hier habe ich die Möglichkeit mit Add neue Rollen zu definieren bzw. auszuwählen. Die Rolle Owner, die Rolle Contributor, die Total Reader als drei Hauptrollen, sage ich einmal dazu. Ja, ein Owner hat sämtliche Rechte. Lets you manage everything, während ein Contributor alles machen kann, außer Access zu managen und ein Reader erklärt sich, denke ich, von alleine. Das heißt, hier habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze
zu konfigurieren. Ich kann sehr, sehr ins Detail gehen und kann hier wirklich eigene Sachen definieren, beziehungsweise habe hier schon über 32 Default Rules, die ich auswählen kann, die den Access schon sehr, sehr einschränken und wirklich eine feingranulare Administration zugänglich machen. Des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, Rollen selber zu erstellen. Dazu bin ich einmal hier gewechselt auf GitHub, was es mir ermöglicht, hier sozusagen einmal zu zeigen, welche Templates gemacht werden und dazu den Access zu machen. Und hier habe ich die Möglichkeit, einmal an dieser Stelle, ja, sehen wir hier, dass hier Rollen definiert werden und dann schlussendlich deployed werden können. Das Ganze geht wirklich dann über das JSON-Format als solches. Das soll erstmal an dieser Stelle genug dafür sein, wie man Custom Roles als solche definiert. Widmen wir uns nun einfach mal dem Thema Compliance in der Cloud. Es gibt ein paar Punkte sozusagen, die hier recht wichtig sind. Compliance in der Cloud. Microsoft nimmt einem viel ab. Auch bei Sicherheit nimmt einem Microsoft viel ab. Aber es gibt immer noch Verantwortung, die man als Kunde selber, ja, die man nicht abtreten kann. Natürlich ist das Ganze abhängig vom Service-Modell, welches man wendet, sprich Infrastructure as a Service, Platform as a Service oder Software as a Service. Wobei bei Infrastructure as a Service man am meisten noch tun muss, während bei SaaS ja als solcher natürlich relativ wenig nur noch gemacht werden muss. Dennoch gibt es Kundenverantwortlichkeiten und Verantwortlichkeiten, die Microsoft nicht gewähren kann. Ebenfalls erstmal als Compliance-Anforderung die aktuellste externe Compliance-Anforderung, die für alle Firmen gilt. Man hört es hier und da, viele haben Probleme damit. Viele wissen nicht genau, wie das Ganze am 25. Mai enden soll. DSGVO, GDPR, der Schutz von persönlichen Daten als solchem, ist natürlich die aktuellste externe Anforderung sozusagen an Richtung Compliance, auf die sich mein komplettes System als solches konfigurieren muss. Auch hier hilft einem Microsoft. Dazu möchte ich einmal kurz als Bonus, das stand noch nicht mit auf der Agenda, aber das möchte ich hier als Bonus einmal kurz einwenden. Und zwar ist das das Folgende. Ich habe hier einmal eine Testdatenbank aufgesetzt von Azure SQL als solcher. Und was ich hier dann sehe auf der linken Seite, ist die sogenannte Data Discovery und Classification in Klammern Preview. Wenn ich hier einmal drauf gehe, sehen wir, dass wir hier oben 15 Columns gefunden haben, die eine Klassifikation als solche bereitgestellt werden müssen. Dann klicken wir hier einmal drauf und was wir hier schon sehen, ist, dass es hier eine Tabelle gibt mit Sales und mit Adressrichtlinien, Cities, Last Name, First Name, E-Mail-Adressen etc. Und hier natürlich dann sehen wir hier, dass es ein Sensitivitätslevel hat und zwar GDPR. Das heißt, wenn ich hier einmal draufklicke, kann ich das Ganze accepten und sehe hier, dass das Ganze hier confidential ist oder ich kann das Ganze auch dementsprechend highly confidential machen, so dass dann im Hintergrund Microsoft den Zugriff auf diese Datenbank, auf dieses Thema lockt, verschlüsselt etc. Ja, das heißt also, in dem Moment hilft mir Microsoft sehr, sehr eindeutig, ja, GDPR-Compliance durchzuführen, ohne dass ich selber viel dafür machen muss. Kommen wir nun mal zum Vergleich interne versus externe Compliance. Während die interne Compliance eigentlich immer selbst auferlegt ist, sage ich einmal so dazu, ist die externe Compliance eigentlich dafür da, einen gewissen Standard zu erfüllen, ISO 27001, ja, je nachdem. Und die interne Compliance gilt eigentlich hauptsächlich zum Schutz. Ja, ich habe den Begriff schon häufiger gehört. Es gibt die Golden Nuggets in jeder Firma. Ja, Logik, Daten, die als Business Critical zu definieren sind, gilt es zu schützen. Ja, und ebenfalls natürlich die Gewährleistung von Nachhaltigkeit, Prüfbarkeit und Dokumentation von IT als solcher,
ja, und welcher Lösung. Sprich, wenn ich etwas nach COVID aufbaue, ist das eine interne Compliance, die aber nicht zwangsläufig drauf, ja, die keine rechtliche Sache hat sozusagen. Wenn ich allerdings so etwas wie COVID mache, beziehungsweise etwas wie ISO erfülle, solche Geschichten, kommen wir uns ganz klar hier nochmal den Punkt nähern, bietet dem Wirtschaftsprüfer schnelle und kostengünstige Prüfungsmöglichkeiten. Sprich, habe ich ein Audit bestanden und ein Zertifikat bestätigt mir, dass meine Lösung, ja, mein Betrieb, wie auch immer, einem gewissen Standard zu erfüllen sind, ist natürlich der Wirtschaftsprüfer, ist es ihm viel leichter, die Prüfung als solche abzuschließen und positiv zu bewerten. Aber natürlich gibt es auch rechtliche Anforderungen an IT-Lösungen, gerade Finanzdienstleistersektor, im Gesundheitssektor, wo wir Kunden haben, ist es so, dass da natürlich nochmal andere ja, Richtlinien gelten. Stichwort sind da natürlich HIPAA, was Gesundheitsrechnung angeht, beziehungsweise dann Vorschriften vom der Deutschen Bankenaufsicht. Nur mal kurz als Beispiel für eine interne Compliance-Richtlinie, ja, der Quellcode einer Business-Anwendung erhält einen Algorithmus, welcher schützenswert ist, sprich der Algorithmus als solcher ist so besonders und hebt mich so von der Konkurrenz als solcher ab. Ja, das heißt, wenn der verloren geht, sage ich jetzt einmal so dazu, dann hat der Kunde als solcher, ja, oder Sie als Kunden natürlich extrem, ja, wir haben eben gesehen, Patent, Schutz, ja, was für Sachen dahinter stecken, Wirtschaftsspionage etc. Das heißt, dieser Quellcode gilt es besonders zu schützen und eine interne Compliance-Anforderung kann sein, dass der Quellcode als solcher verschlüsselt abgelegt werden soll. Zum Beispiel im VSTS wird seit letztem Jahr auch der Quellcode als solcher verschlüsselt abgelegt, sodass da kein Zugriff mehr auf ja, den Quellcode als solchen zugefügt werden kann. Hier einmal einen kleinen Einblick. Ich wollte nicht alles mit aufnehmen, aber es gibt einen Einblick hier mal für externe Compliance Frameworks. Wir haben es schon mal gesehen oder angesprochen, habe ich schon mal das HIPAA hier als solches. Dann natürlich das GDPR, BSI. Wenn ich mit Kreditkartendaten umgehen muss, habe ich hier natürlich die PCI DSS Anforderungen als solche, an die ich mich halten muss. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, dass ich da sozusagen gibt es hier die Möglichkeit, dass Microsoft mir hilft. Und zwar gibt es hier auch, das ist einmal rausgegriffen für PCI DSS Compliance, eine Anforderung für einen formalen Prozess zum Genehmigen. Und hier hat Microsoft als solcher schon den Plan einmal festgelegt, ja, am Beispiel natürlich bei Microsoft, man kennt es ja, Contoso. Und Contoso stellt nun hier detailliert den Plan auf, wie die dementsprechend denn eine externe Compliance oder wie die Anforderung PCI DSS 1.1.1, wie sie die gerechtfertigt haben oder wie sie dies rechtfertigen können. Und dementsprechend hat Microsoft hier dementsprechend ja, gesagt, wie das Ganze möglich sein kann. Ja, das heißt, OMS wird eingesetzt hier für umfassende Protokollierung und das Security Center bietet mir halt auch die Möglichkeit, den Sicherheitsstatus zu überprüfen. Des Weiteren als solches gibt es bei Azure auch die sogenannten Azure Policies, die mir die Möglichkeit bieten, Ressourceneigenschaften während des Bereitstellens und danach sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, ich kann etwas automatisch durchsetzen. Ja, und gerade natürlich ist es da spannend, was Compliance und Governance-Anforderungen angeht. Ja. Innerhalb von Azure Policies gibt es zwei Arten von Richtlinien oder Policies, die ich durchführen kann. Einmal die integrierten Richtlinien, die bereits built-in verfügbar sind. Ja, das heißt, das wäre das Einschränken zum Beispiel von Regionen für Azure Ressourcen. Sprich, ich habe die Anforderung, dass ich Dateien als solche, ja, durch den Cloud Act beziehungsweise durch andere Anforderungen, dass sich Dateien innerhalb des europäischen Rechtsraums befinden müssen. In dem Moment kann ich halt durch Einschränken der Region verhindern, dass ein Developer, dass ein Administrator oder irgendjemand, der
sich nicht ganz bewusst ist, was er vielleicht macht, beziehungsweise einfach nur mal probieren möchte, Ressourcen innerhalb von Azure deployed, die nicht im europäischen Rechenzentrum stehen, sondern dann in den USA zum Beispiel gehostet werden. Des Weiteren habe ich hier halt die Forcierung von Tags. Das heißt, jemand deployt eine Lösung innerhalb von Azure in eine Ressource-Gruppe mit dem Namen Produktion. Dann kriegt die Ressource als solches sofort den Tag Production zum Beispiel. Somit kann ich dann besseres Billing machen, habe einen leichteren Überblick, indem ich mir die Tags einbinden kann und sagen kann, aha, diese Ressource ist produktiv als solche. Das heißt, Azure Policies als solches helfen mir eigentlich, Licht ins Dunkel zu bringen und für mehr Compliance und Governance zu sorgen innerhalb meiner Azure-Umgebung. Der benutzerdefinierte Richtlinie gilt zum Beispiel dann, wenn ich die Namenskonvention zum Beispiel forcieren möchte. Sprich, die meisten Azure-Ressourcen haben leider einen Drawback. Das heißt, wenn ich die einmal deploye, gerade wenn es halt Public-Ressourcen sind, kann ich die nicht einfach umbenennen, sondern muss die Sachen dann neu deployen. In dem Moment ist es natürlich dann ganz wichtig, dass man erstens eine Namenskonvention natürlich hat und als zweites natürlich dann, dass die Namenskonvention auch befolgt wird. Und das ermöglicht mir halt so eine Richtlinie. Das muss ich mir dann aber selber natürlich zusammen klicken, sage ich jetzt mal so dazu, beziehungsweise muss die selber benutzerdefiniert umsetzen. Auch hier zeige ich einmal kurz eine Demo, um einmal zu zeigen, wie das Ganze denn aussieht. So, jetzt befinden wir uns hier in dem Ordner Policies, ja, oder Policy als solcher. Und wie man sieht, gibt es hier eine Übersicht, Getting Started und Compliance. Wenn ich hier einmal auf den Compliance-Reiter draufgehe, kann ich hier an der Stelle zwei Sachen machen. Und zwar an der ersten Sache kann ich eine Policy assignen, auf der zweiten Seite eine Initiative. Die Initiative ist ein Container für mehrere Policies, sage ich einmal dazu. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf, erscheine Initiative. Hier gibt es dann eine Definition. Hier draufklicke, sieht man hier, ja, die Variante, die hier drin ist, ist Enable Monitoring in Azure Security Center. Das heißt, hier Monitor all available security situations in Security Center, das ist by default. In dem Moment kann ich also dieses Security Center automatisch ausrollen lassen über so eine Initiative. Hier sehe ich, wer das Ganze assigned hat. Hier sehe ich ein Pricing-Tier. Hier sehe ich ein Scope und kann dementsprechend hier das Ganze runtersetzen auf Ressource-Gruppen-Ebene, wenn ich das möchte. Oder ich lasse das Ganze hier dementsprechend auf einer Subscription. Das sind die Möglichkeiten, die ich hier dementsprechend zur Verfügung habe. Ebenso kann ich hier Exclusions definieren. Wenn wir auf Policy draufklicken, habe ich hier die Möglichkeit, jetzt die einzelnen Policies auszuwählen. Dort gibt es dann ein paar mehr Built-in-Policies, insgesamt 36 Stück, wie wir hier oben sehen. Und was wir hier durchführen können, ist zum Beispiel an dieser Stelle ein sehr schönes Thema, dass wir sagen, wir auditieren Transparent Data Encryption Status von SQL-Datenbanken. Das heißt, wir sagen, wenn, oder wir können hier konfigurieren, ich hier einmal draufklicke, ja, es soll getestet werden, wer benutzt denn überhaupt TDE als solches innerhalb von Azure SQL und wer nicht. Des Weiteren kann ich hier halt die sogenannten Tags, wie wir es eben festgestellt haben, und ein Value enforcen. Und weiter unter kommt die Region als solche, dass wir eine Region dementsprechend deployen können. Na, finde ich nicht auf Anhieb. Region. Gut, wird später auftauchen. Ich will das richtige Keyboard nicht. So, das heißt, wenn ich hier einmal draufklicke, nehmen wir einmal die Audit des Data Center Encryption Status. Wir lassen das komplett auf die Azure Networks Subscription laufen und ich sage jetzt hier an dieser Stelle Assign. Habe ich hier sozusagen die Übersicht des Ganzen und kann hier dementsprechend
den Status ablesen, ob es hier Ressourcen gibt, Compliance-Status haben, die keinen Non-Compliance-Status haben und sehe hier dementsprechend, ob das Ganze dann jetzt aktiviert wurde oder nicht. Definitionen als solche sind hier dementsprechend Custom-Geschichten. Das heißt, ich kann hier Policy Rules definieren. Das Schöne ist an dieser Stelle, ich wechsle einmal hier oben in den Reiter und gehe hier einmal auf GitHub, Azure, Schräger, Azure-Policy. Und hier habe ich die Möglichkeit jetzt Policies, die schon von der Community bzw. von Microsoft-Mitarbeitern durchgeführt sind, aber sich nicht eignen für jede Firma zum Beispiel. Hier kann ich dementsprechend Patterns oder diesen Schriftgrad, den wir hier sehen, ja, diese Definition einfach kopieren und habe hier zum Beispiel den Enforcen eines Like-Parameters, Multiple Namen, das etwas matchen muss. Das heißt, hier kann ich wirklich eine Namenskonvention fertig vorgestellt, konfiguriert durchführen. Und wie wir es hier sehen, haben wir nicht an dieser Stelle, aber an dieser, sehen wir hier, dass wir hier die gleiche Logik haben wie an dieser Stelle und können hier sozusagen dann dementsprechend Custom Rules definieren, die es mir dann wirklich erlauben, wirklich viele Sachen zu machen. Es gibt hier an dieser Stelle, wenn wir uns einmal die Samples kurz einmal anschauen, mehrere Rollen, die hier verfügbar sind oder mehreres Policies von Ressourcegruppen hin zu Netzwerk, die dementsprechend auch relativ neu sind. Ja, man sieht es hier, vor 16 Tagen wurden hier die letzten Änderungen dementsprechend vorgenommen. So, damit springe ich wieder einmal zurück. Und das war es auch schon. Das heißt, an dieser Stelle ist Zeit für Fragen. Wir können gerne ins Detail gehen. Wir können gerne darüber diskutieren, welche Fragen sind aufgekommen. Und ich bedanke mich erstmal schon für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle und übergebe dann erstmal an Johanna. Die Aufzeichnung kann dann auch beendet werden.